Findet ihr euren Alltag anstrengend und ihr wollt nach Hause kommen, euch hinsetzen und entspannen mit einem Brettspiel? Da ist Flügelschlag, finde ich, eins der Spiele, zu denen ich greifen würde. Die haben so dieses Gefühl, boah, ich entspanne jetzt so, hab eine Strategie, spiele das Spiel, aber es ist trotzdem irgendwie entspannt. Ich weiß nicht, ob das Gefühl auch bei euch so ist, aber bei mir ist es so. Und heute schauen wir uns Flügelschlag, die digitale Edition an, oder Wingspan auf Englisch. Das ganze Spiel habe ich auf der Switch getestet, das gibt's auch für den Computer, leider nicht für das Handy, das wäre auch natürlich schön. Und wie ich das Ganze finde und ob es sich lohnt, das sage ich euch jetzt. Ja, zu der Flügelschlagmechanik muss ich euch, glaube ich, gar nicht so viel sagen. In Flügelschlag geht es darum, dass wir Vögel anlocken werden. Und zwar werden wir bestimmte Ressourcen sammeln durch Würfel, die dort ausliegen. Und mit diesen Ressourcen können wir dann die Vögel ausspielen in drei verschiedenen Habitaten. Und dort können wir dann neue Ressourcen kriegen in dem ersten im Wald oder neue Eier, die wir brauchen für mehr Vögel. Oder wir können weitere Karten ziehen. Soweit so gut, das ist Flügelschlag. Wie ist jetzt aber die ganze App-Umsetzung? Und ich fange auch direkt an mit Pros und Kontras und gehe das Ganze auch schon durch. Ich will aber zuerst anfangen mit den Kontras, was mir jetzt nicht gefallen hat. Zuallererst finde ich, da tun sich alle Brettspiel-Umsetzungen meiner Meinung nach sehr schwer, dass sie keine wirklichen guten Tutorials haben. Ja, das Spiel fängt an, wenn ihr das Spiel startet, bietet euch nicht mal ein Tutorial an. Ihr müsst erstmal auf Singleplayer und dann auf den Tutorial-Reiter gehen. Dann spielt ihr erst das Tutorial, wo es keine Vertonung gibt, das nicht einfach mit Text dargestellt ist. Natürlich macht es dann Sinn, wenn ihr den Text lest, aber ich finde es dann immer ein bisschen mühselig, den ganzen Text zu lesen, besonders wenn ich als Flügelschlagspieler schon weiß, wie es geht und ich einfach nur die Mechaniken kennenlernen will. Und das, finde ich, hier ist der typische Negativpunkt, den ich bei fast allen Brettspielumsetzungen habe, dass es kein wirklich gutes Tutorial gibt, das mich da durchführt. Ja, ein Beispiel von einem Spiel, das finde ich, relativ gut gemacht hat, ist die Through the Ages App, weil die jetzt auch mit Humor gut rübergebracht. Aber hier bei Wingspan finde ich so okay. Nicht so schlecht wie jetzt zum Beispiel bei Terra Mystica, aber ich finde es okay. Ein weiterer Negativpunkt ist, wenn ihr es auf der Switch spielt, ihr nur mit eurem Joy-Con steuern könnt. Das heißt, nur mit dem runden Ding. Ja, und dort habt ihr oft das Problem, zum Beispiel habe ich das, dass der Joy-Con driftet. Das heißt, mein Joy-Con spinnt immer und zieht manchmal ganz oft nach links. Ja, und das ist ein bisschen ärgerlich, dass ich das nicht einfach mit meinen Pfeiltasten unten machen kann, weil das wäre für mich einfacher und da hätte ich auch nicht diesen Bug und das könnt ihr auch nicht einstellen. Ja, ihr könnt eigentlich generell sehr wenig einstellen. Das ist aber auch im Grunde alles Negative, was ich zu der Flügelschlag-Edition sagen muss. Irgendwelche Fehler oder sonstiges sind bei mir nicht vorgekommen, sind mir nicht aufgefallen. Was ich aber zuallererst loben möchte, ist die Musik. Ja. Ja, und es hat ein bisschen auch dann bei mir bewirkt, dass wenn ich jetzt Flügelschlag spiele, dann schnappe ich mir die Musik von dem Spiel und mache sie an. Das ist so eine richtig schöne, entspannte Musik. Das ist aber noch nicht alles, weil wenn ihr einen Vogel auswählt und diesen Vogel dann züchtet, macht dieser Vogel auch die Geräusche, die er in Wirklichkeit macht. Plus hinzu kommt, wenn ihr den Vogel ausspielt, erzählt leider nur auf Englisch euch oder auf Polnisch oder ich weiß jetzt nicht, was die andere Sprache war, erzählt sie euch die Fakten über den Vogel, also was, wenn ihr Flügelschlag spielt, unten auf den Karten steht, das erzählt sie euch dann und es gibt halt das Geräusch, das der Vogel macht. Und ein kleines Detail ist dann dabei, dass durch die Lieder, die spielen dann, aber es kommen leicht immer die Vogelgeräusche von den Vögeln, die ihr schon angelockt habt. Und das finde ich so ein schönes kleines Detail, was so ein bisschen zu diesem Spiel richtig, richtig viel beiträgt. Ja, es macht dieses Feel Good richtig gut. Ja, und was ich dann auch positiv erwähnen möchte, ist die Animation der Karten. Ja, es ist nicht so, dass wenn ihr die Karten habt und ihr die ausspielt, dann einfach das Bild der Karte da ist, sondern die Karten bewegen sich. Aber nicht, dass sie irgendwie anstrengend werden und unübersichtlich. Nein, es ist halt wirklich so, wie ich auch Flügelschlag finde, wie es gezeichnet ist, einfach so künstlerisch schlicht. Und genauso ist das auch beim Spiel. Es ist nicht aufdringlich, aber trotzdem kann ich voll mitfühlen, ja. Und wenn ich dann Flügelschlag auf der Switch jetzt bei mir spiele, fühlt es sich wirklich so an, wie es sich in meinem Kopf anfühlt, wenn ich Flügelschlag auf dem Brettspiel spiele, ja, Tischspiele, weil es halt wirklich
schön ist, es ist entspannt und es macht halt alles Sinn. Ja, und es ergänzt halt auch und benutzt diese Vorteile, die man halt digital hat, durch die Musik, durch die Sounds, durch die Animation. Und das, finde ich, ist hier sehr gut gelungen. Ebenfalls finde ich es auch sehr übersichtlich, das Spiel. Ja, wenn ihr Flügelschlag schon kennt, ja, dann müsst ihr das Tutorial nicht machen. Ich fand es nicht hilfreich. Ja, stürzt euch einfach in eine Solopartie zum Testen und spielt einfach los. Ja, und da ist es wirklich, man hat für jeden Habitat, kann man einfach über die R1-Taste rüber switchen. Ja, und dann kann man dort schauen, okay, welche Karte will ich jetzt, welche Mission will ich jetzt. Und das ist einfach alles schlicht und sauber. Zum Fazit kann ich also sagen, dass ich euch die App wirklich ans Herz legen kann, wenn ihr wirklich ein Brettspiel sucht, das ihr auf der Switch oder auf dem PC spielen könnt und das wirklich erholsam ist, was so ein erholsames Feeling rüberbringt und wo ihr halt Flügelschlag spielt. Die Erweiterung gibt es bis jetzt nicht. Ich weiß jetzt auch noch nicht, ob sie angekündigt werden, ob sie kommen werden. Das hängt, glaube ich, vom Erfolg ab. Aber ich habe mich auch an anderen Rezensionen durchgelesen, ob die vielleicht irgendwelche Fehler gefunden haben, weil mir keine aufgefallen sind, und die sind auch alle sehr begeistert von dem Spiel und deshalb denke ich mal, können wir dort mit Erweiterungen rechnen. Ich als Flügelschlag-Fan bin sehr begeistert und freue mich schon auf viele Stunden auf der Switch, wo ich das dann spielen kann, wenn ich mal unterwegs bin, wenn ich im Urlaub bin. Und wenn ihr Flügelschlag genauso mögt wie ich und ihr das unbedingt mal digital spielen wollt, kann ich euch das nur empfehlen, da macht ihr nichts falsch. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, euch hat das Video geholfen. Wenn ich mir mehr digitale Spiele anschauen soll, digitale Umsetzungen, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare, vielleicht auch mit welchen Spielen, zum Beispiel Terraforming Mars, was ich gerade spiele, oder Blood Rage. Dazu hätte ich ein paar negative Wörter zu sagen, weil da hat es nicht so geklappt wie jetzt bei Flügelschlag, was ich schade finde, aber bei Flügelschlag dann toll. Okay, danke fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao, Christopher von den Brettspielgeeks.